Günstige Diablo 2 Resurrected Items gibt es bei aoeah.com. Mit dem Code Gipfel bekommt ihr 3% Rabatt. Checkt den Link in der Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video schauen wir uns meinen schwarzen Samurai-Barbaren an, der ausschließlich Set-Items trägt und trotzdem eine ziemlich gute Performance hinlegt. Für Players 1 auf jeden Fall mehr als ausreichend und auch in Partys bis zu 3-4 Spielern kann man definitiv noch effizient arbeiten. Zudem ist das Outfit auch sehr stilvoll. Schauen wir uns kurz den Bild an. Wir haben hier einen Raserei-Barbaren, der mit 2 Schwertern spielt. Und um Probleme mit physisch immunen Monstern zu unterbinden, sind auch 10 Punkte in Amok geflossen. Schwertbeherrschung und Kampfbefehle werden natürlich ebenfalls gemaxt. Wir brauchen außerdem genügend Stärke und Geschick für die Ausrüstung. Der Rest kommt in Vitalität. Damit geht es auch schon direkt mit der Ausrüstung weiter. Und zwar spielt dieser Barbar mit dem Bulkato-Set, das aus 2 Schwertern besteht. Ähnlich wie ein Samurai kämpft dieser Barbar also mit einer kurzen und einer langen Klinge, daher auch die Namensgebung des Builds. Das große Schwert bringt 35% vernichtenden Schlag mit. Ich habe hier ein ISED-Juwel versockelt. Für maximales Tempo werden wir nämlich 68% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit brauchen. In die kurze Klinge habe ich eine Bär verbaut, doch hier könnt ihr stattdessen noch eine Lofe mehr Todesschlag sockeln. Das komplette Set gibt zusätzlichen Angriffswert, Schaden an Untoten und Dämonen und 20% Todesschlag. In den Gullihelm habe ich ebenfalls ein ISED-Juwel gesockelt, ein blankes tut's aber auch. Der Helm bringt noch mehr Todesschlag und vernichtenden Schlag mit, um Elite-Monstern und Bossen richtig übel einzuschenken. Dann trage ich Rüstung, Handschuhe und Schuhe vom IK-Set. In der Rüstung steckt eine Charm-Rune, um nicht einzufrieren. Die Handschuhe geben bei 3 Set-Teilen 25% Angriffstempo. Die Schuhe geben +2 zu Kampffertigkeiten und Magiefund-Bonus. Um auch Mana-Leech zu bekommen, trage ich Wilhelms Gürtel. Da der zum selben Set gehört wie der Helm, bekommen wir auch einen kleinen Lebensbonus. Ringe und Amulett gehören zum himmlischen Set, denn so erhalten wir einen richtig saftigen Angriffswertbonus und treffen so gut wie immer. Wie ein echter Samurai. In die Wechselhand kommt Nice Stab, so können wir auch von den Teleportladungen Gebrauch machen. In den Inventar packen wir dann noch ein paar Zauber, um die Resistenzen abzurunden, dazu natürlich Max-Schaden, Leben und Angriffswert. Eine Söldnerin nehmen wir auch mit, die trägt allerdings keine Set-Items, das würde nicht funktionieren. Außerdem möchten wir ja die Fanatismus-Aura von ihrem Bogen bekommen. Noch ein paar Alternativen, die nice to know sind. Um nicht einzufrieren, können wir auch Tranguls Gürtel nehmen oder den Gurt aus dem Tod- und Teufel-Set. Letzteres gibt auch Angriffstempo, wenn man die Handschuhe dazu trägt. Das Mana-Leech bekommt man notfalls auch, wenn man eine Wex-Rune oder einen Schädel in das Kurzschwert sockelt. Allerdings müssen wir ohne die IK-Handschuhe auch etwas mehr Geschick und Stärke skillen. Auch eine sehr coole und ausgefallene Option, das Kuhkönig-Set. Auch hier bekommen wir ein paar nette Set-Boni, insbesondere eine ordentliche Portion Magic Find. Allerdings wird der Barbar dann eher zum braunen Samurai. Die Handschuhe müssen wir dann außerdem zu Hände auflegen wechseln. Die sind auch extrem stark, wenn man Spots farmt, wo viele Gegner Dämonen sind. Damit ist das Kauking-Setup zum Beispiel auch eine super Option für Travi-Runs. Für überall Tristram ist der Barbar mit seinem Standard-Setting eigentlich schon recht gut ausgerüstet, allerdings fehlen 2 Kleinigkeiten. Zum einen der Lebensspenderfluch und zum anderen noch mehr Resistenzen. Hierfür nutzen wir 2 Nicht-Set-Items. Einen Life-Tap-Stab, um den Fluch zu casten, und eine Verratrüstung, um vor dem Kampf in Übertristram Verblassen auszulösen und damit zusätzliche Resistenzen und Schadensreduktion abzugreifen. Ein paar zusätzliche Zauber wird man auch brauchen. Außerdem sollten wir für Übertristram ein Kurzschwert mit Umrune nutzen, um offene Wunden auszulösen. Und ich nutze hier auch gerne Hände auflegen, wegen dem extra Schaden an Dämonen. Um in Übertristram zu bestehen, sollte man wie üblich vorher Verblassen durch die Verratrüstung ancasten und dann zuerst Mephisto eliminieren, indem man ihn unten rauszieht. Wir casten regelmäßig Lebensspender mit dem Stab in der Wechselhand und wir nutzen auch die Fertigkeit Heulen, um lästige Monster zu vertreiben.
Wir greifen abwechselnd mit Raserei und Konzentration an. Raserei, um den Speedbuff zu bekommen und um offene Wunden durch das Kurzschwert auszulösen. Konzentration, weil es eine unaufhaltsame Attacke ist. Und mit unserem Angriffswert sollten wir gut treffen. Es ist auch hilfreich, wenn man es schafft, die Söldnerin am Leben zu erhalten, denn dann bleibt man auf maximalem Angriffstempo und hat auch den Schadensbonus der Fana-Aura. Dass sie zwischendurch stirbt, lässt sich manchmal leider nicht vermeiden, auch wenn man sie fleißig mit Tränken vollpumpt. Zwischen den Bossen kann man sie auch wiederbeleben und neue Pots holen gehen. Der Samurai-Barb ist ziemlich stark, insbesondere wenn man bedenkt, dass er nur mit Z-Items arbeitet. Diese sind auch sehr günstig zu bekommen. Das teuerste an meinem Barbaren hier sind letztendlich die Juwelen und Zauber. Und der Bogen der Söldnerin. Doch natürlich funktioniert es auch ohne die Söldnerin und mit günstigeren Sockelungen und Zaubern. Ihr könnt euch noch die Gameplay-Aufnahmen zu Ende anschauen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, macht es gut und möge der Loot mit euch sein.
Folgt mir. Danke. Lebt wohl.